Howdy, ich werde jetzt mal einen Film drehen und zwar über den Campingplatz der Familie Teichmann. Ja, bevor es losgeht, ich bin kein Camping-Experte und ich bin jetzt auch nicht unbedingt der super Review-Dreher, sag ich mal, der jetzt irgendwas. Ich zeig's euch einfach mal. Ich bitte euch mal ein bisschen nicht auf das Wetter zu achten, weil da kann keiner was für. Ich hätte es gerne natürlich in super Sonnenschein gedreht, ist klar, weil das würde dem Campingplatz auch zugutekommen und weil der ist wirklich schön, das werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Ich werde jetzt mit dem Fahrrad eine kleine Tour machen und mal so ein paar Sachen zeigen. Ja, wir gucken uns jetzt mal den Campingplatz an. Hier ist mal so eine kleine Übersicht. Das hier ist ein Toilettenhäuschen, dahinter kann man auch, da sind Abwaschbecken und alles mögliche. Also es ist alles da, sind Duschen drin für Frauen, Dings getrennt, für Männer getrennt, alles super sauber. Es sind Lautsprecher an den Decken, man hat also auch immer Musik. Ja, hier sind die ganzen, seht ihr schon, die Wohnstände, die Wohnmobile und sowas. Hier sind zum Beispiel Nummern, also kann man genau die Nummer, sieht man hier. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Wiesenplatz, hier ist so ein Schotterplatz. Da vorne ist noch ein Häuschen, da wo es qualmt. Da sind Trockner und Waschmaschinen und alles mögliche drin. Also man hat wirklich alles hier und es ist alles super sauber. Die Toiletten, es ist immer Toilettenpapier da, es ist immer alles da, es ist einfach ja, perfekt, also super sauber. Und jeden Morgen, wenn ich hierher gegangen bin, war eine Truppe unterwegs, die die Toiletten sauber gemacht hat, die die Duschen sauber gemacht hat, die die Waschplätze sauber gemacht hat und so weiter und so weiter. Also besser geht's nicht. Hier sind so Bungalows, die kann man auch mieten. Also man kann auch jetzt praktisch hier seinen Urlaub auf dem Campingplatz verbringen. Hier ist die Stelle für Gasflaschen. Hier ist so ein zentraler Platz, hier gibt es Crepes, hier gibt es Süßigkeiten, hier ist ein Imbiss, hier ist ein was für die Kinder und so weiter. Also wo man sich bei gutem Sonnenschein, jetzt natürlich ist ein bisschen klar, ne? Bei dem Wetter ist hier nicht viel los, hinsetzen kann und hier eine schöne Zeit verbringen kann. Alles super hier und für Kinder machen die unglaublich viel, es gibt noch viel mehr, zeige ich euch jetzt. Hier ist so eine Grillhütte, da war gestern zum Beispiel Hamburger grillen und hier ist natürlich ein riesengroßer Spielplatz direkt am Wasser. Dahinter ist ein Badestrand, wo man auch baden kann. Also besser geht's nicht. Und natürlich so ein kleiner See, das ist ein ehemaliger Baggersee mit zwei Inseln, auf denen man auch angeln kann. Ja, direkt hinter der Grillhütte sind so zwei alte Telefonzellen. Einmal ist das eine Bücherzelle, da kann man also Bücher reintun und Bücher rausnehmen. Und hier ist so eine Wichtelzelle, da kann man alles, was man irgendwie nicht mehr gebrauchen kann, reinpacken und auch wieder welche Sachen rausnehmen. Sind immer gute Sachen drin. Hier ist zum Beispiel ein riesengroßes Ding, das ist der Miniclub, da ist auch ein kleiner Einkaufsladen drin. Hier wird unglaublich viel für Kinder gemacht, also die sind den ganzen Tag am Basteln und Kram. Wer mit Kindern hier ist oder auch mit Hunden, die sind immer beschäftigt. Ja, hier ist der eigentliche Angelsee. Das ist nicht der Edersee. Der Edersee ist ungefähr, ja, mit dem Fahrrad, sage ich mal, so 2 Minuten weg von hier. Hier kann man also auch angeln, gibt es Angelscheine, ganz billig am Tag, glaube ich, 3 Euro. Ich habe leider nichts gefangen, ich bin noch nicht wirklich so richtig zum Angeln gekommen, aber man hat hier jede Menge Stellen. Also hier geht ein Fußweg ganz um den ganzen Edersee, sage ich schon, um diesen See hier drumherum. Ne, da hinten sind nochmal Toilettenhäuschen und so weiter. Hier vorne ist die Rezeption, da ist auch noch so ein kleiner Laden. Dann ist ein super tolles Lokal mit richtig gutem Essen. Alles da. Ja, hier ist natürlich auch Badestrand und so weiter. Es gibt einen extra Hundestrand und da vorne sind nochmal so Skate-Dinger, jede Menge. Man kann Schiffboote ausleihen. Also, wen hier langweilig wird, den kann man eigentlich nicht mehr helfen, muss ich ehrlich sagen. Und hier um den ganzen See, wir waren ja über Ostern hier, war ein großer Fackelumzug, der nachts dann ganz um den See rumging. Da hinten war das Osterfeuer. Richtig hammer geile Bilder gemacht. Der Campingplatz war voll, hunderte Leute, hunderte von Fackeln, die hier so ganz langsam rumgingen. Es war richtig, richtig geil. So, hier bin ich jetzt auf den Rundweg und hier vorne ist ein riesen Touristikinformation Edersee. Da ist auch ein Lokal drin und ein sehr cooles 4D-Kino, wo man also auch mit Wasser angespritzt wird. Muss ich ehrlich sagen, habe ich so noch nie erlebt. Also da kommen Medüsen in der Wand drin, die dann wirklich, also richtig geil, richtig geil. Ich sag mal, der Campingplatz ist bis jetzt, ich meine, gut, ich habe jetzt nicht viel Erfahrung, es ist unser erstes Mal campen, aber wenn wirklich alle so sind, hammer geil. Man merkt es ein bisschen am Preis, es ist nicht der allerbilligste, aber dafür, was einem geboten wird, ist es wirklich super günstig. Wie gesagt, alles freundlich, alles super hammergeil. Ja, du findest einfach keinen Kritikpunkt, es ist einfach so. Hier ist auch wieder so ein Badestrand, hier kann man Boote ausleihen, da ist so eine Badeinsel. Ja, hier ist zum Beispiel, da vorne ist ein Minigolfplatz, zeige ich gleich.
Ja, hier ist der Minigolfplatz. Wie gesagt, ihr müsst euch das natürlich jetzt bei strahlendem Sonnenschein vorstellen, aber ihr müsst fair sein. Für das Wetter kann keiner was. Hier, ihr seht schon, es ist trotz des Wetters super geil gepflegt. Hier es liegt nirgendwo irgendwo was rum oder Müll oder Dreck oder hast du nicht gesehen? Ja, und trotz der vielen Hunde, hier sind also wirklich, wir waren ja über Ostern hier, wir waren hunderte an Hunden. Ich habe hier nicht einmal irgendwas gesehen, dass hier irgendwo was rumlag oder so. Wirklich super geil und super sauber. Da vorne war Live-Musik, gleich neben dem Osterfeuer, richtig geil. Unterhaltung gesorgt, du konntest essen, trinken, hier kriegst du einfach alles. Das ist so ein Campingplatz, hier kommst du her und es ist einfach nur wohlfühlen. Von der Lage her, es ist, wie gesagt, nur 2 Minuten mit dem Fahrrad zum Edersee. Du bist hier so zwischen Korbach und Frankenberg an der Hauptstraße. Das ist, glaube ich, 200, hast du nicht gesehen, irgendeine Bundesstraße. Es ist relativ leicht zu finden. Es gibt hier in der Gegend jede Menge, was zu empfehlen ist. Es ist natürlich auf jeden Fall die Edertalsperre. Da ist ein schönes Schloss da warm und alles. Es gibt viele Museen. Korbach hat eine richtig geile Altstadt. Frankenberg ist auch nicht schlecht. Ist auch schön, kann man schön einkaufen. Jede Menge. Ja, also ich sage, und sowas von kinderfreundlich hier. Hammer, Hammer. Für Großfamilien der Megatipp. Ja, überall verteilt. Der Weg geht hier um den ganzen See rum. Also zu Fuß braucht er schon, ja, eine gute halbe Stunde, würde ich sagen. Hier sind auch ganz viele Gänse, die abends dann über den Campingplatz fliegen. Die sind hier in dieser kleinen Insel hier. Und hier ist die Grillhütte. Hier war so Live-Musik alles. Ihr seht schon dahinter die Straße. Das sieht jetzt sehr laut und sehr befahren aus. Aber ich sag mal, ab 18 Uhr ist ja eigentlich Totenstille. Guckt euch das an. Richtig geil. Auch wie gesagt, für Angler im Paradies. Eine Karte kostet in einer Woche, eine ganze Wochenkarte kostet 30 Euro, am Tag 3 Euro. Ich habe leider nichts gefangen, ich bin aber auch nicht wirklich zum Angeln gekommen. Aber hier ist mit Sicherheit was drin. Und sowas hier ist auch ganz interessant. Ihr seid hier direkt am Wasser, das ist hier so ein Naturschutzgebiet. Also es ist auch wirklich Natur. Ihr habt hier schöne Lagerfeuerstätten und ihr habt die Mülleimer sind nie weit entfernt. Die Toilettenhäuschen da hinten ist eins, ist nie weit entfernt. Also egal, wo ihr hier auf dem Campingplatz seid, ihr seid irgendwo immer mittendrin und mitten dabei und alles ist, ja, einfach geil. Hier brennt noch der Rest vom Osterfeuer. Das war natürlich dementsprechend viel, viel größer. Das ist ja jetzt schon wieder, ja, 3 Tage fast her. Da Toilettenhäuschen. Hier vorne gab es Bratwurst mit allen möglichen, ich glaube sogar mit Pommes. Da gab es Bier, da gab es alles. Hier vorne waren Stände aufgebaut für die Kinder. Die hatten da so Laserkram und so. Da haben die dann in den Qualm von dem Osterfeuer noch was reingemacht. Und es war richtig hammergeil. Und wie gesagt, dieser Umzug ging einmal um den ganzen See drumherum. Und dann sind die alle ums Osterfeuer drum, haben ihre Fackeln da reingeschmissen. Und dann ist das Osterfeuer losgegangen. Hammer, hammer, hammer geil. Und ich bin ganz ehrlich, es ist mein erstes Review. Aber ich werde euch versprechen, wenn mir irgendwas nicht passt, dann sage ich das. Wenn irgendwas dreckig ist oder ich irgendwas schlecht finde oder mistig, dann werde ich das auch sagen. Also, aber hier, wie gesagt, es ist schwer, hier was zu finden, wo man sagt, ach, das gefällt mir jetzt nicht so, weil selbst bei dem schlechten Wetter, alles super. Ja, und hier haben wir wieder so ein Toilettenhäuschen, also ne, da sind Duschen, da sind Toiletten, da sind alles Mögliche drin. Hier vorne könnt ihr euer Dings abmachen, eure Geschirr abwaschen und ihr seht schon, es ist alles neu, es ist alles sauber. Selbst hier hinten, obwohl hier gar keiner ist, hier steht ein Auto noch, picobello. Und das hast du halt nicht bei jedem Campingplatz, ganz ehrlich. Und das finde ich richtig geil. Ich glaube, wir sind mit Sicherheit nicht das letzte Mal hier. Also hier werde ich auf jeden Fall wieder herkommen, weil das ist richtig geil. Es hat richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, ich werde euch den Link unten drunter verlinken. Was ist denn das für ein Deutsch? Ich werde euch den Campingplatz unten drunter verlinken. Und ich werde jetzt wieder zurückfahren, bevor es wieder anfängt zu regnen. Ich habe hier gerade mal so ein bisschen gutes Wetterlücke erwischt. Ja, dann werden wir schön essen gehen. Hier vorne ist ein super Lokal, gibt richtig geile Schnitzel und nicht teuer, wirklich nicht teuer. Auch die Gegend hier ist geil. Du kannst hier wandern ohne Ende, du hast Fahrradwege ohne Ende. Ich glaube 68 Kilometer kannst du mit dem Fahrrad um den Edersee rumfahren. Motorräder ohne Ende, das ist einfach der Hammer. Wie gesagt, ich werde es euch unten verlinken.